Stadt-TV Reutlingen ist heute auf der Achalm, dem Hausberg von Reutlingen, unterwegs. Der Weg zum Gipfel ist gesäumt von alten Bäumen und Sitzplätzen, die zum Verweilen einladen, wo man die Natur genießen kann. Lassen Sie sich von der geschützten Natur beeindrucken. Von der im 11. Jahrhundert erbauten Burg Achalm der Grafen Egino und Rudolf sind nur noch wenige Mauerreste erhalten. Nach der Überlieferung zerfiel die Burg bereits im 15. Jahrhundert. Bis zum 17. Jahrhundert wurden noch einzelne Gebäude bewohnt. Oben angekommen werden Sie mit einer tollen Aussicht bis an den Horizont belohnt. Um 1838 wurde der Bergfried wieder aufgebaut und ist bis heute erhalten. Die Burg liegt 707 Meter über dem Meeresspiegel und ist immer ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute.